Moment, erst abreißen. Genau. Das Ganze so aufbaue, dass die... Die Wikinger sind unbesiegbar. Das werden bald auch die Griechen erkennen. Die Griechen verstecken sich hinter ihren Mauern. Sie kämpfen nicht wie Wikinger. Ja, jetzt habe ich zumindest schon mal ein wenig das freigeschafft. Gut, wenn wir jetzt noch die Mauer aufbauen können, wäre das natürlich klasse. Ah, klar. Einen Minenarbeiter haben wir ja auch. Wo auch immer die ihr Erz herholen. Die schaffen da auch ein bisschen Erz bei. Das ist natürlich ganz genial, was ich noch machen kann. Es funktioniert. Ich bin einfach gut. Da kann ich nämlich da meine Kreatur rauslassen, ohne dass die da oben ein Theater machen. Obwohl, warte mal. Ja, untersuchen wir das Torhaus, das geht auch. Gut. Häuser bauen wäre nochmal angesagt. Nur für meine Kreatur. Obwohl, warte mal, warte mal. Warte. Häuser bauen für meine Kreatur. Das mache ich am Schluss. Ah, jo. Ist gut. Okay, dann baue ich die Mauer eben selber. Juckt mich ja auch nicht. Aber ich werde nicht ganz fertig mit dem Erz. Na, aber mit den 500 sollte ich doch mal fertig werden. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich meinen Bogenschützen nehmen. Hier. Ungefähr da auf die Mauer setzen. Dann sollten die, rein theoretisch die und die gleichzeitig angreifen können. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten bräuchte ich eine größere Armee, damit die mehr auf der Mauer ausfüllen. Wie konnten diese Narren den Angriff der Azteken überleben? Das ist jetzt die Frage. Ja. Werden wir ja gleich sehen. Erst werden sie wahrscheinlich hier angreifen, dann da oben. Das ist zumindest der Plan. Weil schlecht sollten die ja auch nicht unbedingt sein. Ja, nein, sie greifen zuerst oben an. Das ist natürlich auch eine Überraschung. Was soll's? Ey. Wen interessiert das schon? Wen interessiert das schon? Na, kommen die letzten noch. Wenn nicht alle auf einen feuern, dann bringt dann auch nichts, wenn der 5 Pfeile drin stecken hat und der Rest gar nicht. Komm, das sind doch jetzt 40. Ah, sie schießen auch noch gleichzeitig auf die anderen. Sehr schön. Naja, jetzt haben wir sie von zumindest mal auf Rekrutiert Rekruten. Rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen. Und das bedeutet, sie haben jetzt 3 Armeen kaltgestellt. Was ich doch schon mal ganz in Ordnung finde. So, was mache ich denn jetzt? Was hat der vor? Ja, Dorfbewohner unterhalten. Sehr schön. Essen. Vergisst ihr eigentlich zu essen, oder... was hat er jetzt vor? Wollt ihr den zum Veredler machen? Naja, ist ja wurscht. So, jetzt können wir mal hier ein paar Leute einsammeln. Ah, hab ich Bauern dabei. Bekehrter Veredler. Bekehrter Veredler. Veredler haben wir jetzt. Müssen wir abwarten, bis die da reingehen. Oder Feierabend machen. Das wäre die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Sehr schön. Ah, da sind viele. Die kann ich dann gleich alle als Holzfäller. Alle als Holzfäller. Nächstens bräuchte ich dafür einen Baum. Naja. Bekehrter Förster. Baumfäller. Bekehrter auch so Förster. Stell ich zu jedem Bekehrter Baum einen. Förster. Mal sehen, ob die da dann auch so machen, dass die ja jeder einen Baum fällen. Bekehrter Förster. Die Griechen werden den Zorn der Wikinger spüren. Ja. Bekehrter Förster. Vielleicht gehen sie auch erstmal nach Hause. Was braucht man denn? Warte mal. Häuser bauen.
Ansonsten... 20% der Stadt sind in der Armee. Hoho. Ho. Aber sie sind extrem zufrieden. Das finde ich doch mal gut. Geburtenrate niedrig. Haben wir eigentlich... Warte mal. Gucken wir doch gerade mal nach. So. Bekehrte Brüder. 3 Stück. Ich glaube, eine Frau ist darunter. Warte mal. So. Was ist denn hier los? Ja, wenn du müde bist, dann geh... Dann... Nein. Ach was, Getreide sieht lecker aus. Willst du erst was essen, oder wie? Ja, wurscht. Solange du nachher noch rennen kannst und nicht total fett bist. Jo, babsatt. Schön für dich. Jetzt kannst du mal schlafen gehen. Damit du fit bist für den nächsten Tag. Ich vernichte die Griechen und verdiene mir den Lohn der Azteken. Und die nächste Armee. Na, ein bisschen fehlt zwar noch. Ungefähr die, na, ein bisschen weniger als die Hälfte. Aber die Erfahrung wird schon noch dazu kommen. Hoffe ich doch zumindest mal. Wenn die jetzt gar keine Erfahrung mehr bekommen würden, wäre das hier echt dämlich. Hab noch einen Pfeil da hoch und 5 Pfeile da runter, dann sollte das doch hinhauen. Na, also noch 100 Erfahrungen. Unsere Armee, die Griechen vernichten. Aber noch irgendwo Erfahrung. Nö. Ah, was soll's. Kriegen wir auch noch hin. Oh. Ich glaube, die sind obdachlos, oder? Soll ich mal was gegen machen? Ja, echt blöd, dass ich hier so nah dran gebaut habe. Kann man da nicht so viele Häuser bauen? Aber was soll's? Kriegt man schon irgendwie auf die Reihe. Ist ja wurscht. Okay, die ganzen Förster gehen zur Arbeit. Das ist doch schon mal etwas. Ja, ich weiß, ich brauche ein bisschen länger für dieses Land. Ich will die ja nicht direkt alle überzeugen. Ich muss diese verdammten Eindringlinge aufhalten. Was haben wir eigentlich noch nicht gebaut? Irgendwie habe ich mir das Gefühl, hat irgendwas noch nicht gebaut. Nö, alles gebaut. Jetzt könnten wir eigentlich aufhören. Rein theoretisch. Praktisch natürlich eine andere Sache. Da bräuchten wir noch ein paar Häuser. Ah, können wir ja weitermachen mit den Gebäuden in der beeindruckenden Gegend. Dann können wir einfach mal ein paar Häuser hier oben hinstellen. Und wir könnten... Ah, genau, das wollte ich ja noch machen. Kreatur, Baumeister, da festmachen. Genau. So sollte das dann auch funktionieren. Hoffe ich doch mal. Einmal hier, einmal hier. Damit er, Naja, nur nicht so nah an den Tempel ran. Könnte ja gefährlich werden. Nun gut, dann haben wir es doch. 12 Gebäude, 2, 4. 6, 8, 10, 11, 12, wenn meine Kreatur die jetzt alle bauen würde, rein theoretisch, dann, jo, wär's gut. Ach, die brauchen ja immer noch. Ach, immerhin kommen dann die 2 Armeen schon wieder. Sie rüsten sich für die Schlacht. Ja. Endlich! Was, endlich? Ja. Nun ja, ist ja auch wurscht. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich das Fass hier weiterkrieg. Na? Nein! Ein Stück zu kurz. Ein Stück zu kurz. Das geht ein wenig. Ah, oh, zu weit rechts. Shit. Schade. Shit, shit, shit. Ah, das kriegen wir noch hin. Das krieg ich noch hin. Oder wie auch immer. Na, der dürft... Oh, 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 es funktioniert. Und genau in die Felskante rein, sodass es wieder zurückläuft. Und jetzt kullert es auch noch schon fast da wieder rein.
Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Wenigstens etwas lauter. Ich mag die Musik irgendwie, auch wenn sie den meisten irgendwie auf den Keks geht, die ich so kenne. Ja! Aha, es ist die Musik. Schmeckt gut und ist schön stark, genau wie ich es mag. Bitte wirf zu meinem Bruder, so doll wie du nur kannst. Also ich finde das Lied gut. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Wo muss ich denn da? Darüber muss ich aber erstmal über die Schussrampe am besten. Na, voll ins Wasser. Schade. Aber das nächste Mal. Das nächste Mal kriegen wir das doch sicher hin. Oh, ganz knapp zu hoch. Ganz knapp zu hoch. Okay, dann noch einmal. Ach, das ist zu kurz, oder? Ja, was, das wird ja liegen bleiben, oder? Glaube ich eher nicht, weil der da einfach viel zu steil ist. Na gut, dann noch ein Versuch. Wieso auch nicht, wir haben ja Zeit. Geht ja darum, dass die Holzfäller nebenbei dann noch, also meine Armee aufsteigt, meine Holzfäller das Land abholzen und whatever noch mehr da passieren soll. Was jetzt allerdings passiert, wenn ich jetzt zu weit werfen würde, rein theoretisch, dann müsste ich nochmal ganz von vorne anfangen. Lobe den Herrn! Das Gebräu ist fertig! Zum Wohl, Jungs! Aber zunächst hey, ein Tribut für unseren Herrn! Ah. Ihr habt es geschafft. Männer, beneidet die Griechen nicht um ihre Stadt. So, sie wollen sehen, euch nur verführen. Noch ein bisschen mithören können. Ach, kommt schon. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Musik hören. Dann machen die Musik aus. Oh, ja. Ach ja, okay. Ja, ach, komm schon. Dann bau hier das Haus. Ist mir auch wurscht. Hauptsache, du baust mal ein Haus. Hm. 6000 bis zum anderen, da kann ich die Häuser ruhig noch fertig bauen. Wenn ich es jetzt auch noch schaffe, die alle mit Holz zu versorgen, und zwar genug, um die fertig zu bauen, dann könnte meine Kreatur das ganz gut. Rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen! Ja, jetzt habe ich doch schon mal genug Holz rangeschafft. Jetzt kannst du einfach mal Gebäude fertig bauen. Hoffe ich doch mal. Wenn hier Leute mal wieder da nicht schneller sind. Oh, jetzt dürfte aber einiges an freiem Willen eingebüßt haben. Theoretisch. Na, okay, es geht noch. Na, wie wär's mit noch einem? 222. Oh Gott, oh Gott. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Ja, komm, muss ich dir jetzt einzelne Anweisungen geben. Ja, das Gebäude wird jetzt echt los. Auf, hopp. Ach nee, warte. Du musst das erst Holz holen. Dann geh ich mal dahin. Ja, wir vernichten Gebäude, ihre jämmerliche Armee. Das Gebäude schon. Komme ich nicht hin. Hätte ich mir das nicht mal vorher sagen können. Jetzt kommt ihr ja nicht mehr raus. Ja klar, verhungerst du. Du bist ja auch da reingerannt, ohne irgendwie eine Idee zu haben, wie du da wieder rauskommst. So.
schön, jetzt kommst du da immerhin wieder raus. Dann machen wir es doch mal anders.